Tom's Talktime, Folge 569. Jeder ist in dem gut, was er gerne und mit Leidenschaft macht. TomsTalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem sonnigen Nevada hier direkt vom Ufer des Lake Meads in Las Vegas und freue mich um unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in die Startup-Metropole, in unsere Landeshauptstadt Berlin. Bei mir im Interview ist heute der Peter Kowalski. Peter, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom, grüß dich, freue mich auch sehr. Hi. Hallo Peter. Peter, dich kennt man auf jeden Fall von deinem oder beziehungsweise von eurem Familienprodukt, was ihr auf die Beine gestellt habt. Und zwar 1995. Ganz, ganz lange müssen wir da zurückgehen. Wobei, für mich fühlt sich das gar nicht so lange an, aber das sind echt ja schon einige Jahre. Da kam ein Getränk auf den Markt, wo alle erst gedacht haben, wie, was ist denn das jetzt? Und zwar war es das Getränk Bionade, was du mit deiner Familie zusammen ja entwickelt, erforscht habt und letztendlich auch auf den Markt gebracht habt und was ja wirklich ein Wahnsinnserfolg wurde. 2012 habt ihr dann die Firmenanteile verkauft. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal drüber, reden wir nachher auch nochmal drüber, wie das alles passiert ist. Und ja, heute bist du mit einem neuen Produkt am Start, wo wir sicherlich auch noch mal einiges von erfahren werden. Aber da geht es natürlich auch genau um dieses Thema, ja, Bioenergie, Nachhaltigkeit und so weiter. War das so als grober Überblick über dich richtig? Das war wunderbar. Ich habe nichts hinzuzufügen. Sehr schön, dann bin ich ja beruhigt. Dann können wir jetzt tiefer einsteigen. Das war natürlich nur ein kleiner Überblick über dich. Erzähl doch kurz vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht erst kurz was über deine Person. Wer ist der Peter privat? Und anschließend dann noch was über dein Business, über Bionade. Was war damals, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Weil ich meine, so ein Biogetränk 1995, das war ja nicht unbedingt Mainstream, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Ja, ich bin der Peter, bin 50 Jahre alt, lebe seit 5 Jahren hier in Berlin und bin vom Beruf her bin ich Braumeister und Lebensmitteltechnologe, habe das Ganze in Weinstephan studiert und wie du schon gesagt hast, wir hatten eine kleine Brauerei zu Hause. Und diese kleine Brauerei hat meine Mutter von ihrem Großvater im Prinzip vererbt bekommen oder übertragen bekommen. Und ich sag mal, Mitte der 80er sind so die ersten überregionalen Biere so übers Werbefernsehen angepriesen worden. Und jeder wollte jetzt auch mal diese ganz tollen mit Goldfolie und Hochglanzetiketten bedruckten Biere probieren. Also es ging eher so vom Regionalen weg. Und zum anderen waren wir in der Region, und zwar ist das die Rhön. Die Rhön kennen die wenigsten. Und in dieser Rhön gibt es im ganzen Landkreis nur ungefähr 40.000 Einwohner. Und diese 40.000 Einwohner haben sich ungefähr 8 Brauereien geteilt. Und das war jetzt natürlich, ich sag mal, auch kein Riesen-Business. Und insofern haben wir uns dann aufgrund der Tatsache, dass der Brauerei immer schlechter ging, überlegt, wie ein Geschäftsmodell aussehen könnte, das nachhaltig das der Brauerei ersetzt und uns im Prinzip über viele Jahrzehnte oder Generationen versorgen kann. Das war so die eigentlich die Uridee von Bionade. Okay. Und weil wir ja am eigenen Leib festgestellt haben, dass das Bier nicht mehr so gut läuft, war für uns klar, das Ganze muss alkoholfrei sein. Und dann haben wir beschlossen, wir wollen Cola und Co. was entgegensetzen, was aus einer Brauerei kommt. Und was das kann als Getränk, was Brauereien gut können, nämlich nach so einer Art Reinheitsgebot aus natürlichen Rohstoffen saubere Produkte machen. Ne? Also man hat ja beim Bier zum Beispiel das Reinheitsgebot. Das heißt, man darf relativ wenig zum Herstellen des Bieres verwenden. Und im Prinzip war
der Gedanke, eine Limo nach dem Reinheitsgebot. Und weil Limonaden damals fast ausschließlich von Kindern konsumiert worden sind, war für uns klar, dass wir diese gebraute Limonade für Kinder machen. Okay. Wir wollten also sowas wie eine gesunde Kinderlimo machen. Das war so der Urplan von Bionade oder warum wir das überhaupt gemacht haben. Also es hat auch ein gewisser Druck dazu geführt, dass wir uns eingehend damit beschäftigt haben, weil wir ja jetzt als Familie dadurch, dass wir Mitarbeiter hatten, dass wir auch Darlehen laufen hatten und immer weniger Umsatz gemacht haben, jetzt natürlich auch aus einer gewissen Drucksituation gehandelt haben und oft ist ein Druck schon das richtige Mittel, dass man sich überhaupt richtig bewegt. Insofern war das bei uns auch so. Wir hatten nicht einfach so eine Idee, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern es war wirklich, was kann man auf die Beine stellen, dass es uns im nachhaltigen und langfristigen Gedanken, also über Generationen, tragen kann. Und vor allem, was macht Sinn? Ne? Also wir wollten dann auch eigentlich dieses Getränk gar nicht alleine machen, sondern die Idee war, dass man so eine Art Franchise-Modell mit ganz vielen anderen Brauereien zusammen macht und dass man das, was eigentlich große Softdrinkhersteller immer anders machen, nämlich dass sie irgendwo auf der Welt ein Konzentrat herstellen und das an ganz vielen Stellen auf der Welt nur abfüllen, haben Brauereien die Eigenschaft, dass sie fast alle Ressourcen aus ihrer Region beziehen. Das heißt, die Arbeitskräfte kommen von da. Der Radius ist relativ klein. Es ist ein sehr verwurzeltes Unternehmen mit der Gesellschaft. Und wir wollten jetzt praktisch als Gegenmodell so eine schon national oder internationale Marke entwickeln, die aber jetzt in den Regionen verankert ist. Das war so unser, und das sollte auch noch ein gesundes Produkt sein. Und diese, ich nenne es mal die eierlegende Wollmilchsau, die wir da uns erdacht haben, die hat zum Schluss dazu geführt, dass wir über 10 Jahre lang gebraucht haben, dieses Produkt herzustellen, weil wir wollten ja, dass es jetzt in vielen Brauereien gleichzeitig geht und deswegen musste es mit den Gerätschaften funktionieren, die jede Brauerei vor Ort hat. Und das war dann schon komplizierter, als wir uns das gedacht haben. Und das Schlimme war, dass es eben wirklich 10 Jahre gedauert hat, bis wir dann ein Verfahren entwickelt haben, was wiederholbar zum selben Ergebnis führt. Und in diesen 10 Jahren haben wir uns dann finanziell nochmal so verausgabt, dass wir eigentlich, bevor es losging, richtig mit dem Rücken an der Wand standen. Ne? Okay. Und das war natürlich doof, ja. Und dann hatten wir dieses Konzept und sind damit ganz euphorisch auch zu, mittelständischen, größeren Brauereien gegangen. Und die haben aber alle im Prinzip gesagt, vielen Dank, das kann ich leider nicht gebrauchen. Ja? Also wir haben keinen Partner gefunden, der mit uns diese Idee umsetzt, etwas anderes als Bier in einer Brauerei herzustellen und diese Bionade, wie wir sie schon genannt haben, mit uns zu vermarkten. Und aus dem Grund heraus haben wir gesagt, okay, wenn wir keinen finden, müssen wir es selber machen. Ja. Und dann haben wir angefangen, eine Firma zu gründen, 10 Jahre später, 1995, und haben dann die ersten Versuche gemacht, eine Kinderlimonade an den Mann zu bringen, was wieder grandios gescheitert ist, weil wir hatten jetzt aus, verschiedenen Gründen, wir hatten eine Füllerei, die konnte nur Bierflaschen füllen. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann ist es halt die durchsichtige Bierflasche. Und wir waren damals das erste Erfrischungsgetränk, das in der Bierflasche dahergekommen ist, was jetzt dazu geführt hat, dass ganz viele Eltern gesagt haben, nee, das ist jetzt nichts für mein Kind. Ja. Und diese Idee über Schulen, über Sportheime,
über Kindergärten einfach an Kinder ranzukommen und denen ein ordentliches Produkt anzubieten, ist auch daran gescheitert, dass es erstens den Kindern überhaupt nicht geschmeckt hat und zweitens die Schulen gesagt haben, nee, also bei uns gibt's andere Getränke. Und und dann war das eigentlich für uns eine ziemliche Katastrophe, weil jetzt unsere ganze Idee sich eigentlich in der Praxis in Luft aufgelöst hat. Und wir plötzlich da standen und gesagt haben, oh Gott, was machen wir denn jetzt, wenn das alles nicht funktioniert? Ja. Und das war eine sehr aufregende Phase. Das glaube ich, ja. Ja, und wir haben dann eigentlich fast durch Zufall hatten wir in der Republik Händler, die jetzt das, ich sag mal, aus lauter Verzweiflung jedem angeboten haben und haben festgestellt, dass das zwar Kinder nicht so toll finden, was wir da machen, aber es gibt, ich sage jetzt mal, eine gewisse Szene, zu denen gehören neugierige Menschen wie Journalisten oder wie Werber oder auch Studenten, die fanden das irgendwie gut. Ja. Mhm. Und diese Szene der offenen, aufgeschlossenen, trendaffinen Menschen, die waren jetzt sehr stark auch in den Ballungszentren, also die waren eher in Hamburg und in Berlin und nicht so sehr in der Rhön, wo wir waren. Ja, das war für uns die erste Katastrophe. Also jeder Markt war mindestens 300 Kilometer weit weg. Und die zweite Katastrophe war, dass wir jetzt alles wollten, nur kein Trendgetränk sein, weil wir ja was machen wollten, was über viele Jahrhunderte funktioniert und nicht irgendeinen kurzfristigen Trend bedient und dann nach 10 Jahren wieder weg ist oder so. Das war für uns von vornherein klar, dass wir da nicht draufsetzen wollten. Wobei das eine muss das andere ja nicht mit sich ziehen. Es gibt ja auch Trendgetränke. Ich meine, siehe Red Bull. Ich meine, die sind ja immer noch gar nicht so unerfolgreich wie am Anfang. Ne? Genau. Aber wenn man, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man, ich sag mal, Entscheidungen trifft mit dem Rücken an der Wand, dann ist man sehr zögerlich. Ja, dann überlegt man alles 10-mal und ist auch nicht mehr so impulsiv und spontan, sondern man will dann unbedingt das Richtige machen, was einen eigentlich noch mehr lähmt. Und dann haben wir aber beschlossen, okay, wenn die Hipster Bionade gut finden, dann akzeptieren wir das. Und für uns bleibt Bionade aber ein Kindergetränk. Das heißt, wir verhalten uns so, als brauen wir das für Kinder, als würden Kinder das gut finden. Wir haben auch, ich sag mal, fast nur Marketingaktionen gemacht, die sich mit Sachen, die Kinder gut finden, auseinandersetzen. Und die Strategie war einfach, okay, dann bleiben wir halt bei den Hipstern, bis die Kinder kriegen. Ja. Und dann sind wir auch in der Familie bei den Kindern. Und das hat dann auch funktioniert, ja. Und das ist dann zum Schluss auch, also es hat dann nochmal 10 Jahre gedauert, von 1995 bis 2005, bis Bionade eigentlich dann auch als Firma in gewisser Maße erfolgreich geworden ist. Also wir hatten dann 2005, wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet, also die Brauerei, aus der wir kamen, die hatte vielleicht so 15 Mitarbeiter. Und 2005 hatten wir dann sowas wie 50 Mitarbeiter. Also das war jetzt nicht viel größer. Und wir haben aber gemerkt, okay, dass das Interesse wächst, der Zeitgeist ist da, das Bewusstsein ist da, die Leute verstehen auch, was wir plötzlich sagen. Ja, als wir 1985 gesagt haben, wir wollen eine Limonade brauen, haben sehr viele Leute gesagt, fällt euch irgendwie nichts Besseres ein. Und wir haben gemerkt, dass 2005 die Leute gesagt haben, ja, das verstehen sie, das finden sie gut. Da ging es plötzlich um Regionalität, um Nachhaltigkeit, um Bio. Ja, das kam halt erst später. Ja. Genau, und ich sag mal, mein Learning daraus ist, dass wenn du etwas hast, das vor dem Zeitgeist da ist, dann
musst du einfach warten, bis der Zeitgeist kommt. Und Timing. Genau, und bei so großen Sachen ist das jetzt, ich sag mal, schwer absehbar, wann das jetzt passiert. Und das wird sehr oft auch durch irgendwelche Nebeneffekte, möchte ich es mal nennen, bestärkt. Also bei uns war das zum Beispiel damals, dass es so Lebensmittelskandale gab, wo jetzt durch solche Skandale, dass jetzt zum Beispiel Dioxin da in irgendwelchen Eiern gefunden wurde oder dass die BSE-Krise kam, dass plötzlich die Kühe durchgedreht sind. Das Bewusstsein schon einen gewissen Push gegeben. Und das kannst du natürlich, das kannst du nicht beeinflussen, wann sowas passiert. Und das war für uns natürlich ein Segen, weil wir standen ja für die andere Seite. Und dass die jetzt ins Bewusstsein gerückt ist, das war für uns natürlich toll. Und das ist auch ein Großteil des Erfolges gewesen, dass das überhaupt passiert ist. Ja, das hätte ja auch erst jetzt passieren können. Und klar, ich meine, das richtige Timing, das ist bei jeder Business-Idee, ist das entscheidend. Genau. Wenn du zu früh bist oder zu spät, ist beides scheiße. Also absolut. Das funktioniert dann nicht. Absolut. Was mich interessiert, ihr habt ja vorher ganz normales Bier gebraut. Mhm. Wie haben eure Mitarbeiter darauf reagiert, als ihr irgendwann gesagt habt, so Leute, Bierhahn wird zugedreht, jetzt machen wir Limonade. Okay, also die waren fassungslos, ja. weil das sind ja Brauer. Am fassungslosesten waren sie eigentlich, als wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt diese Idee, und uns dann, das war so 85, 86, wo wir uns dann auch sehr intensiv beschäftigt haben damit. Und das ist aber dann, dass wir 10 Jahre lang etwas machen, was jeden Tag nicht funktioniert, das hat die völlig fassungslos gemacht. Also, dass man 10 Jahre lang etwas tun kann, was offensichtlich erfolglos ist, da sind viele auch gegangen. Wollte ich gerade fragen, ja. Also die guten Leute gehen dann oft, weil die dann völlig das Vertrauen verlieren und sagen, also ich habe mir ein Haus gebaut, ich habe eine Existenz, ich habe eine Familie gegründet, ich brauche einen zukunftsfähigen Job. Was ihr da macht, ist Harakiri. Was man auch absolut verstehen muss und akzeptieren muss. Ob das Banken waren, ob das Leute waren, denen wir Geld geschuldet haben, ob das unsere Mitarbeiter waren, ob das unser persönliches Umfeld war, die waren alle total irritiert, was wir da tun. Wie habt ihr das denn geschafft, euch dann trotzdem durchzusetzen? Weil gerade wenn so plötzlich die ganze Welt gegen einen ist, ich meine, dass ein paar Mitarbeiter sagen von wegen, Leute, ihr habt sie nicht mehr alle, was ihr da jetzt gerade vorhabt, steht ja auf einem Blatt. Aber wenn wirklich dieser ganze Rattenschwanz, der da mit dranhängt, dieses ganze Umfeld, wie du jetzt gerade gesagt hast, egal ob es die Banken waren, ob es Freunde waren und so weiter, wenn alle plötzlich sagen, Peter, ihr habt einen an der Klatsche, das kann nicht funktionieren. Wie habt ihr das geschafft, dass trotzdem euch 10 Jahre lang daran festzubeißen? Also das ist ja wirklich, also ich meine, ich bin froh, dass ihr es gemacht habt, weil das Bionade dann auf den Markt gekommen ist. Aber aus unternehmerischer Sicht muss ich auch sagen, ihr wart wahnsinnig. Ja, also wir waren auch wahnsinnig. Das hat jetzt verschiedene Gründe. Also zum einen ist es so, dass wir fest davon überzeugt waren, dass dieses, was mit den Energy Drinks begonnen hat, diese Welt, also vorher waren Getränke eigentlich alle natürlichen Ursprungs. Ja, also ob das Wasser war, ob das Säfte sind, ob das Schorlen sind, ob das Bier ist, Wein, das kommt alles in irgendeiner Form aus der Natur und wird durch Prozesse veredelt, ja. Und plötzlich ist dieses Segment der Limonaden immer unnatürlicher geworden. Das sind plötzlich Zusätze reingekommen, künstliche Farbstoffe. Also diese alkoholfreie Limonadenwelt ist eigentlich immer künstlicher geworden. Und wir waren uns
total sicher als Braumeister, dass diese Lücke durch ein natürlich hergestelltes biologisches Erfrischungsgetränk viel besser zu schließen ist. Also für uns gab es überhaupt keinen Zweifel. Das heißt, wir waren total überzeugt von dem, was wir tun. Jetzt wirkt man nicht so sehr überzeugend, wenn man den ganzen Tag vormacht, dass man es nicht kann oder dass es nicht funktioniert. Es sind aber auch immer wieder Dinge passiert, die die Leute dann auch total irritiert haben. Also zum Beispiel hat mein Stiefvater, der Dieter Leipold, der 2014 verstorben ist, hat einen Artikel in so einem Fachmagazin geschrieben, in der Hoffnung, dass sich doch Brauereien melden, die irgendwie mitmachen. Und daraufhin hat sich ein asiatischer Großkonzern aus dem Brauereibereich gemeldet, der ganz Asien im Prinzip versorgt. Und der wollte eine Lizenz haben. Und weil die Not sehr groß war, hat der Dieter gesagt, also bevor wir mit euch reden, brauchen wir sowas wie ein Downpayment, also brauchen wir sowas wie eine Vorab Vergütung, dass wir sehen, dass ihr das ernst meint. Und das war ein relativ hoher Betrag. Und dann haben die gesagt, ja, okay, wir müssen jetzt mal kurz telefonieren. Und dann sind die wiedergekommen und haben einen Scheck ausgestellt und haben gesagt, okay, das ist okay. Ja. Okay, über welche Größenordnung reden wir da? Es war ungefähr $1 Million. Okay. Und diesen Scheck haben wir jetzt in Ostheim vor der Rhön, das ist ein Örtchen mit 2000 Einwohnern, diesen Scheck haben wir jetzt bei der Bank eingereicht. Und die waren natürlich fassungslos, ja. Also das, ja. Das jetzt und diese Dinge haben uns eigentlich, es gibt ja den Spruch, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwann ein Lichtlein her. Ja, und genau. Das ist so. Meine Mutter hat dann gesagt, Peter, das steht unter einem guten Stern. Wir müssen nur weitermachen. und so sind. Ja, ich sage jetzt mal 2-3 lustige Sachen passiert. Eine andere lustige Geschichte war, dass, also es war schon zappenduster, es war so nach 1985 war es vielleicht so 5 Jahre, es war so Anfang der 90er Jahre und wir hatten als Brauerei dann einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen, weil wir wirklich sehr viel Schulden hatten, dadurch, dass wir jetzt diese Bionade getestet haben, ob das überhaupt funktioniert und gleichzeitig uns weniger um unser Business gekümmert haben, was jetzt auch dazu geführt hat, dass wir Umsatz verloren haben. Und diese Vergleichsraten waren immer fällig so einmal im Vierteljahr und es war klar, okay, alles klar, jetzt diesen Freitag ist es wieder soweit. Und dann war für uns klar, okay, bis Montag können wir das schieben, ja. Und am Sonntag ruft meine Mutter, mein Bruder und mich an und sagt, also Stefan, Peter, ihr müsst mal in den Garten kommen, ich muss euch was sagen. Und dann sind wir also in den Garten gegangen und da stand also meine Mutter mit dem Dieter da und dann hat sie so einen Tisch da stehen gehabt mit einer Flasche Sekt drauf. Und für mich war klar, okay, die sagt jetzt, dass sie nicht mehr kann und dass sie irgendwie Insolvenz anmeldet oder irgend sowas, habe ich mir gedacht. Und dann sagt meine Mutter, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Und dann habe ich gesagt, ja Mutter, wie meinst du das? Und dann hat sie gesagt, ich habe im Lotto gewonnen. Und wir hatten ungefähr so, ja, ich sage jetzt mal, knapp 3 Millionen D-Mark in diesem Vergleich. Und dann habe ich gesagt, ja Mutter, das ist ja schön und gut, aber was heißt denn, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen? Da sagt sie, ja, ich habe ein 6er im Lotto und auch noch die Zusatzzahl richtig. Und nachher erfahre ich, wie viel das ist, wie viel wir da kriegen. Und dann waren das in Summe dann etwas über 3 Millionen D-Mark.
Okay. Und für meine Mutter gab es überhaupt keine Diskussion, dass das am selben Tag noch zur Tilgung der Verbindlichkeiten verwendet wird. Und so sind wirklich Dinge passiert, wo wir selber gedacht haben, okay, also wenn das jetzt alles passiert, dann müssen wir eigentlich nur weitermachen. Und ja, das sind eigentlich ziemlich gute Zeichen, ja. Genau. Und was jetzt nochmal was Ernsthaftes, es war natürlich eine Zeit ohne Basel II, ohne Ratings. Da konnten Banken noch eigene Entscheidungen treffen und es ging allen anderen wirtschaftlich gut. Das heißt, eigentlich ging es nur uns schlecht und das haben die einfach mitgemacht, die Banken. Also ja, sowas geht heute gar nicht mehr in der Form. Das muss man auch dazu sagen, dass wir natürlich in der Zeit, wo noch wirklich die Wirtschaft geboomt hat, die Geduld der Banken bekommen haben und ja. die sich dann auch in Zeit ausgedrückt hat, was Neues zu entwickeln. Klar. Ja, aber es war schon eine sehr interessante Zeit. Ja, das hört sich so an. Was ist denn mit dem Asiaten geworden, mit dem Vertriebler? Seid ihr dann letztendlich mit denen zusammengekommen auch? Ja, also die haben auch für sehr, sehr viele Millionen auf Manila oder in Manila eine Bionade-Produktion hingestellt. Und das Ganze ist aber dann, außer dass einmal produziert worden ist, eingestellt worden, weil die mit einem sehr großen amerikanischen Getränkekonzern sehr verbandelt sind und der hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Also das machen wir so nicht. Und das war für mich, weil der Dieter ist einmal rübergeflogen und war fassungslos, wie es auf den Philippinen zugeht und wie das in Manila so ist, wie arg arm und reich da zusammen oder wie nah das zusammen ist und wie krass und gegensätzlich das Leben da ist. Und der Dieter hat zu mir gesagt, also Peter, ich fahre da nicht mehr hin, das musst du dann machen. Und dann hat sich's Gott sei Dank anders ergeben, aber das war schon ernst gemeint und das hat uns natürlich auch bestärkt, ne? Wenn so ein großes Unternehmen das wirklich ernst meint, dann ist da natürlich auch was dran. Und gab's denn auch mal Momente, wo du selber für dich insgeheim ans Aufgeben gedacht hast und dich vielleicht nicht getraut hast, da mit deinem Bruder oder mit der Familie drüber zu sprechen? Ja. Oder warst du immer so, dass du gesagt hast, no way, das Ding, das rocken wir? Also die gab es sehr, sehr oft. Also wir haben jetzt 10 Jahre gebraucht, bis das annähernd eine Firma mit einem gewissen Umsatz geworden ist. Und in diesen 10 Jahren waren ja die Probleme immer noch da. Ja? Also das heißt, wir hatten, wir haben keine guten Leute bekommen, die Händler haben nicht nachbestellt. Irgendwann fragst du dich natürlich, warum steckst du deine ganze Energie da rein? Gibt's nicht was einfacher ist oder was? Also man wird wirklich auch, ja, ich sag mal, müde, diesen Weg immer wieder zu gehen. Da war es natürlich die ganze Familie, die jetzt involviert war in dieses Projekt, wo immer einer da war, der gesagt hat, komm hier, das ziehen wir jetzt durch, wir bleiben da dran. Und ich glaube, als Einzelner hätte man schneller aufgegeben als ganze Familie, die natürlich dann, jeder hat mitgearbeitet und so hat man sich gegenseitig auch motiviert und es war auch ein gewisser, ja, ich sag jetzt mal Gruppenzwang oder so eine Dynamik da, dass man gesagt hat, okay, die lässt man jetzt nicht im Stich oder das geht so nicht. Ja. Und so war es eher der, ich sag mal, der Druck und die Not, der uns da durchgetragen hat. Okay. Und zum Schluss auch tolle Zeiten beschert hat, muss man sagen, ja. Ja, ja, klar, natürlich. Das genau, der Erfolg, der ist dann ja nicht ausgeblieben. Das ist richtig. Das heißt aber, es wurde das Thema Aufgeben, wurde
also jetzt auch nicht nur im dunklen Kämmerlein diskutiert, sondern habt ihr euch wirklich als Familie auch ganz offen darüber gesprochen und dann aber gemeinsam entschieden, nee, nix, komm, wir machen trotzdem weiter. Also das ging von, was weiß ich, dass ich gesagt habe, ich schmeiß das hin, ich habe nicht vor, mein ganzes Leben so zu verbringen, weil es war ja überhaupt nicht klar, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, ja klar. Der Dieter hatte dann das, der war ja dann Patentinhaber und hat dann auch oft mal gesagt, dass er das sich überlegt, ob er das nicht an jemanden verkauft. Ja. Und dann hieß es natürlich, nee, das kannst du doch nicht machen. Und also es war schon eine heiße, offen geführte Diskussion. Ja. Und da haben natürlich auch die Mitarbeiter mitgemacht. Also die sind auch gekommen und haben gesagt, also entschuldige mal, wir haben hier jetzt seit 20 Jahren keine Lohnerhöhung bekommen. Und wir hatten ja immer noch nicht genug übrig, dass wir sagen, okay, jetzt können wir aus den Vollen schöpfen. Und da war schon wirklich viel offene, ehrliche Diskussion. Und natürlich kam auch, ich sag mal, der ein oder andere Lieferant hat die Nerven verloren oder hat gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Und dann hast du natürlich Kontakt mit Gerichtsvollziehern gehabt, mit total verärgerten Lieferanten. Wir konnten auch oft das, was wir den Leuten versprochen haben, nicht einhalten, weil doch zu wenig Geld da war. Also es war man musste sehr offen und sehr ehrlich mit den Leuten umgehen. Und das muss ich sagen, es hat mir jetzt im Nachhinein sehr geholfen, weil ich überhaupt keine Angst mehr davor habe, jetzt Dinge zu machen, die irgendwie sich ein bisschen komisch anfühlen, so möchte ich es mal formulieren. Ja klar, das glaube ich ja. Aber ab 2005 ging es dann ja bergauf. Das heißt, da habt ihr dann mehr oder weniger so die Schallmauer durchbrochen. Genau. Man kannte euch, es war zwar ein Trendgetränk, aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, von einer extrem großen Masse, die das gekauft haben. Und da ging der Erfolgsweg dann richtig los. Genau. Was glaubst du, was war letztendlich das Geheimnis des Erfolges? War das einfach nur das Durchhalten oder war das tatsächlich einfach, dass sich die Zeiten geändert haben, dass einfach das Timing erst 2005 das Richtige war? Also wir haben dann nochmal richtig Glück gehabt und zwar war 2006 war so dieses Deutschland ein Sommermärchen. Das hat, das heißt, die Fußballnationalmannschaft ist auf den dritten Platz gekommen. Es war ein toller Sommer und interessant war, dass Deutschland sowas wie wie ein neues Selbstbewusstsein bekommen hat durch diese Nationalmannschaft, durch diesen dritten Platz und dann sind Autos durch die Gegend gefahren mit Deutschlandfahnen drauf und dann ist hier vom Brandenburger Tor voll die Party gewesen und das, dieses Gefühl, dieses Selbstbewusstsein, das da ein bisschen hochgekommen ist, das hat natürlich auch dazu geführt, dass die gesagt haben, hey, jetzt haben wir auch noch eine eigene Limo, ja, und müssen nicht mehr immer die anderen Sachen aus Amerika trinken. Das hat uns auch natürlich beflügelt und bestärkt und dann haben viele, viele Medien über uns geschrieben, auch sehr positiv, weil wir sehr, sehr ehrlich sein mussten, weil wir hinter der bröckelnden Brauereifassade nicht verstecken konnten, wie dynamisch und wie erfolgreich wir sind, sondern man hat wirklich an der Brauerei gesehen, dass da noch eine Menge zu tun ist. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr offen mit den Medien umgegangen, was die jetzt auch unheimlich interessant fanden. Und so sind wir sowas wie ein, wie ein kleiner Liebling der Nation geworden. Und die Tatsache, dass wir immer zu wenig Geld hatten, hat jetzt auch dazu geführt, dass wir sehr, sehr wenig Werbung machen konnten. Und das hat aber dazu geführt, dass die Verbraucher jetzt selber Bionade entdeckt haben. Das heißt, wir haben sie nicht draufgestoßen durch irgendwelche Kampagnen, sondern jeder hat so sein eigenes
Kontakterlebnis mit Bionade gehabt, wo er das zum ersten Mal getrunken hat oder. Und das waren alles persönliche eigene Erfahrungen und die haben jetzt eine ganz andere emotionale Verbindung, als wenn man über Werbung dem Verbraucher sagt, wie toll man ist. Und diese emotionale Verbundenheit mit uns hat uns dann auch diese Größe beschert, das muss man wirklich so sagen. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes, lass das Produkt für sich sprechen und die anderen drüber reden. Ja, also halt mal die Klappe und lass die anderen mal die Botschafter der Marke sein. Und das kann man machen, wenn man ein gutes Produkt hat und wenn man ja Zeit hat oder wenn Zeit irgendwie ein bisschen relativiert worden ist. Und wenn man natürlich nicht vorhat, es zu verkaufen, wenn man jetzt die Dinge auch mal geschehen lassen kann. Ja. Was war deine Lieblingssorte? Ja, das war eigentlich immer Litchi oder Ingwer Orange. Wobei ich alle ziemlich gut fand, weil wir haben es ja auch alle selber gemacht. Wir haben ja alles so gemacht, wie wir es gut fanden, weil alle anderen fanden es ja sowieso doof, was wir gemacht haben. Insofern habe ich sie alle gemocht und wir haben sie auch alle in der Familie kreiert. Also es war so eine Gemeinschaftsproduktion. Insofern gab es vier Lieblinge, ja. Wann war denn so das Peak-Jahr für euch, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt holen wir gerade die Sterne vom Himmel? Das war 2007. 2007 haben wir dann, also 2005 haben wir ungefähr so 20 Millionen Flaschen verkauft. Das machen sehr viele kleine Brauereien, machen das auch. Und 2007, also zwei Jahre später, haben wir 200 Millionen Flaschen verkauft. Es war also eine Verzehnfachung in zwei Jahren. Oh. Und das war schon ein Wahnsinn. Ja, und mit diesen 200 Millionen Flaschen waren wir jetzt plötzlich vom Marktanteil auch so groß wie Fanta und waren dann auch wer, ja. Also sind nicht mehr belächelt worden, sondern sind auch mit einem gewissen Respekt behandelt worden, der sich da dann auch als geschäftlicher Erfolg gezeigt hat. Und das war, ich sag mal, so das Jahr, wo wir ganz viele Preise bekommen haben, wo wir tolle Sachen machen konnten. Wir haben dann Dinge entwickelt, die wir mit den wir haben mit Kindern Bäume gepflanzt. Wir haben mit dem Olympischen Sportbund, haben wir mit jeder Bionadeflasche, die verkauft worden ist, gesagt, wir spenden hier was, dass Kinder außerschulisch sportlich gefördert werden. Also wir haben wirklich super geile Sachen gemacht. Und es hat einfach alles zusammengepasst. Es war 2007, ja. Ja, okay, geil. Dann habt ihr aber, ihr seid ja, ich glaube, es war 2012, habt ihr dann Bionade ja letztendlich verkauft. Ihr hattet vorher, glaube ich, noch einen anderen Partner mit ins Boot geholt, ja. Geschäftspartner. Der Anteile an der Firma hattet und dann 2012 habt ihr euch dann letztlich komplett von Bionade getrennt. Genau, ja. Oder? Also wir hatten, auch weil es immer größer geworden ist, also 200 Millionen Flaschen ist wirklich viel, ja. Und dann. Von was für Umsatz reden wir das da? Das sind so 60, 70 Millionen Euro. Und da brauchst du natürlich Flaschen, Kisten, LKWs, ja, Logistik. Klar, die ganze Logistik. Du brauchst Banken, die dir Dinge vorfinanzieren. Du musst plötzlich ganze Ernten kaufen. Also es kommen sehr viele Probleme dazu, ja. Die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und da haben wir einen regional bei uns ansässigen Mineralbrunnen mit ins Boot geholt. Der hatte also Anteile an der Vertriebsfirma und dem ging es dann in der Phase, als die Discount-Unternehmen in Deutschland die Mineralwässer so billig rausgeknallt haben, hat der jetzt wahnsinnige Probleme gekriegt. Also als bei uns alles in Ordnung war,
ist der in Schieflage gekommen. Und die Banken, die, ich sag mal, die da mit involviert waren in diese, ich sage jetzt mal, Restrukturierung, die haben beschlossen, dass der Anteil, den dieser Mineralbrunnen an Bionade hält, verkauft wird. Und den hat letztendlich Oetker gekauft. Und okay. Das war jetzt ja für uns interessant, weil wir jetzt zum einen natürlich einen Partner hatten, der keine finanziellen Probleme mehr hatte. Das fanden wir erstmal gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, hört sich auf den ersten Blick eigentlich ziemlich genial an, so ein Monsterkonzern da reinzukommen. Genau, wir waren uns auch sehr sicher, dass die genug Zeit haben, ja, weil die auch sehr viele Marken haben, die sie gut im Markt platziert haben. Die Bionade-Fangemeinde war total entrüstet. Ja, die haben das also alles überhaupt nicht verstanden, wie man jetzt aus lauter Geldgier, so kam das also auch in den Medien an, sich den einen Partner über Bord wirft und den anderen nimmt. Also die wahren Gründe, wenn ihr dann... Wobei das ja gar nicht eure Entscheidung war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, aber das wird dann immer ganz toll in den Medien anders dargestellt. Und was wir, ich sag mal, überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, war die Tatsache, dass das eigentlich kulturell überhaupt nicht gepasst hat. Also wir hatten jetzt ein viel, viel, viel größeres Unternehmen, das im Prinzip sich sehr stark mit Verwaltung auseinandergesetzt hat, mit die Themen gehabt haben, die waren uns völlig egal. Ja. Wie viele Anteile hatten die? Die hatten zum Schluss 70%. Die haben also durch die dieser Verkauf hat dann fast ein Jahr gedauert und in diesem Jahr war sowas wie Stillstand, der uns wahnsinnig viel Geld gekostet hat in den wir hatten ja die Brauerei noch, die war dann sowas wie ein Abfüller und wir hatten noch eine Firma, die Bionade hergestellt hat, die hat uns auch zu 100% gehört und diese Firma hat jetzt alle nichts mehr zu tun. Und dadurch haben wir wahnsinnig viel Geld gebraucht und waren dann wieder in der Situation, dass wir eigentlich mit dem Rücken an der Wand waren und zum Schluss hatten wir dann noch 30% und haben festgestellt, dass das kulturell keinen Sinn macht, das fortzuführen, weil wir, ich sage jetzt mal überspitzt gesprochen, wenn wir links wollten, wollten die rechts und andersrum. Ja, okay. Es gab jetzt keinen Schuldigen oder keinen Bösen, sondern es war einfach eine andere Kultur. Und das hat dann einfach nicht gepasst. Genau, und jetzt, das kann ich wirklich nur jedem raten, der sich überlegt, einen Teilhaber reinzuholen. Das Wichtigste ist die Kultur. Ja, das für Synergien sind, das ist eigentlich alles nachrangig. Die Kultur muss stimmen. Und wenn die Kultur stimmt, kann man was zusammen machen. Und da hat sie halt nicht gestimmt. Und weil Oetker gesagt hat, sie verkaufen nicht, mussten wir halt unsere Anteile hergeben und sind dann zum Schluss aus unserer eigenen Firma rausgegangen, ohne dass wir das jemals wollten. Ja, ich habe auch im Internet habe ich mal geschaut, dass es wohl um einen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber in Anführungsstrichen einen relativ niedrigen einstelligen Millionenbetrag gegangen ist, der letztendlich dann an euch bezahlt wurde. Stimmt das soweit? Oder? Also da hast du jetzt nicht schlecht recherchiert. Ich darf dazu offiziell nichts sagen, aber das ist jetzt, du machst es bestimmt gut, wenn du was suchst. Okay, bleib dir hier unter uns. Okay, krass. Also das ist natürlich eine harte Hausnummer. Aber okay, gut. Das Lesson learned, wie man das schon sagt. Oder? Ja, also es hat einen großen Vorteil, dass man gar nicht auf die Idee kommt, sich auszuruhen. Ich kaufe mir jetzt ein Boot und führe ein ganz anderes Leben. Diese Option war nie da. Und das muss ich sagen, das war für mich persönlich sehr gut, weil ich lieber etwas mache, als mir überlegen, wie ich mir die Langeweile vertreibe. Und so ist man im Prinzip wieder in der Situation gewesen, dass man jetzt zwar Geld hatte, wo man überlegen kann, was mache ich denn jetzt in Ruhe mal sinnvoll,
wo aber klar war, der Betrag reicht nie bis ans Lebensende. Das heißt, man muss etwas tun. Ja, und das fand ich jetzt keine schlechte Situation. Ja. Das ist auch wieder richtig. Ich gucke gerade erschreckend auf die Zeit, die rennt uns so ein bisschen davon. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Bionade gesprochen, aber gar nicht über dein aktuelles Projekt, was ich natürlich auf jeden Fall auch noch machen möchte. Erzähl nochmal ganz schnell, was machst du jetzt aktuell? Weil da geht es ja auch wieder um was, wo man sagt, der richtige Zeitpunkt muss hoffentlich da sein. Genau, also ich mache jetzt, aktuell mache ich ein, ich nenne es jetzt mal Startup. Also wir haben von null angefangen, wir haben eine Firma gegründet, die keiner kennt. Wir haben ein Produkt entwickelt, das keiner kennt. Wir haben eine Marke entwickelt, die keiner kennt. Und fangen bei null an mit einem ganz kleinen Team. Und das Produkt heißt InU. So heißt die Firma auch. Mhm. Und bei InU geht's, also bei Bionade haben wir uns die Frage gestellt, wie sieht eigentlich ein zeitgemäßes Erfrischungsgetränk aus? Und bei InU haben wir uns die Frage gestellt, wie sieht eigentlich zeitgemäße Energieversorgung aus? Also was muss ein Lebensmittel heute leisten, dass es den, ich nenne es jetzt mal Ansprüchen dieser Zeit genügt? Ja, und InU ist ein, ein Getränk, das aus Pflanzenstoffen hergestellt wird. Wir haben das also mit zwei Schweizer Pharmazeuten entwickelt und haben ein Verfahren entwickelt, wie diese Pflanzenstoffe, die man eigentlich mit gesunder Nahrung oder mit ausgewogener Ernährung täglich zu sich nimmt, wie man die in relativ guter und schneller Zeit in den Körper kriegt. Und diese Pflanzenstoffe machen alle eins, sie kurbeln die körpereigene Energieproduktion an. Das heißt, sie sind jetzt, wenn man jetzt einen Energy Drink nimmt, der hat künstliche Zusatzstoffe wie Koffein und Taurin und sowas, was pusht. Und wenn man jetzt im Push-Pull vom Marketing bleibt, dann ist die Form, wie InU Energie produziert, eher eine von innen heraus. Es wird also in den Zellen werden die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen so versorgt, dass sie mehr Energie produzieren können und dir steht praktisch von innen heraus mehr Energie zur Verfügung, was jetzt aus unserer Sicht zeitgemäßer ist, als wenn man sich permanent noch mehr Flügel dran machen lässt, dass man noch höher und schneller weiterkommt. Wir sind da eher, dass man sich wieder verwurzeln muss, so möchte ich es mal formulieren. Ja. Und das machen wir. Da gucken die Leute teilweise genauso wie damals bei Bionade, was mich auch ein bisschen beruhigt, weil ich weiß, dass ich damit dem Trend noch ein bisschen voraus bin. Die Leute, die wir da aber finden, die sagen, Peter, das ist ja total geil, was ihr da macht. Genau darum geht's uns. Also wir haben zum Beispiel einen Philosophen gefunden, der jetzt, ich sag mal, mit seiner Sprache versucht, mehr Lebendigkeit in die Gesellschaft zu bringen. Und der sagt, Peter, wenn du es als Produkt schaffst, dass diese Wirkung erzielt wird, dass die Leute sich lebendiger und besser fühlen, dann lass uns doch was zusammen machen. Und so haben wir jetzt ein kleines, feines Unternehmen, das leider noch keinen Gewinn abwirft, aber sehr viel Spaß und Freude macht. Und das haben wir hier in Berlin. Wir machen alles selber. Wir sind also mitten in Berlin, haben wir einen Platz gefunden, wo unten im Keller 200 Quadratmeter Küche sind. Das heißt, wir brauen alles selber, wir füllen alles selber ab, wir machen die Etiketten selber dran. Ich bin gerade eben von der InU-Produktion gekommen. Ja, und die Produkte, die wir uns überlegt haben, sind, ich sag mal, drei verschiedene bei InU. Die heißen Focus, Boost und Balance. Und diese Produkte, also das Focus ist gut für Aufmerksamkeit, dass man einfach länger präsent sein kann bei einer Sache. Boost ist dasselbe für den Körper. Also da geht es um körperliche
Leistungsfähigkeit und Balance ist mit sehr viel Propolis und Ginseng, was jetzt sowas wie den Organismus und das Immunsystem stärkt. Und der Effekt bei Focus ist mit Q10. Q10 ist ein Coenzym, das manche von Beauty-Cremes oder von Kosmetik kennen. Und dieses Q10 kann man, wenn man weiß, wie in, es ist ein fettlöslicher Stoff, deswegen ist der in diesen Kosmetikas drin. Und wir haben den wasserlöslich gemacht und damit kann man ihn praktisch in die inneren Zellen bringen. Und da sorgen sie im Prinzip für mehr Energie von innen heraus. Und neben diesen drei Produkten, die jetzt sehr individuell genommen werden, weil jeder seine, ich sag mal, seine eigene Form hat, wie er in seiner Kraft bleibt. Also der eine braucht mehr Fokus, der zweite braucht mehr körperliche Präsenz, der ist geistig total klar und braucht da überhaupt nichts. Also es geht, es geht eigentlich darum, wie verbinden wir die beiden Dinge wieder, Kopf und Körper. Neben diesen drei Produkten haben wir jetzt auch noch was gemacht, das mich besonders freut, denn ich bin ja Limonadenbrauer. Und zwar haben wir eine Limo gemacht, die wir Flash genannt haben. Und Flash hat jetzt diesen Effekt von Fokus mit drin. Das heißt, es ist jetzt eine Brause. Man könnte es auf den Punkt bringen, wach ohne Koffein, die so eine Alternative zu den ganzen koffeinhaltigen Produkten ist. Und das wollen wir so im, ja, ich sag mal, im überall da, wo besprochen wird, wo Leute sich treffen, wo Meetings stattfinden, implementieren. Und da, das sieht ganz gut aus. Da haben wir auch großes Interesse, weil die Leute auch sagen, ich will eigentlich nicht mehr so viel Kaffee trinken. Der macht mich hippelig und es gibt auch viele, die suchen andere Produkte. Also das ist ein, das sind ziemlich schöne, schöne Produkte und die Leute, die es genommen haben, sind auch ganz begeistert. Wo bekomme ich das aktuell her, die Produkte, die Inyo-Produkte? Das gibt es bei uns im Shop. Wir haben also einen Internet-Shop unter www.inyo.com. Und Inyo schreibt sich I-N-J-U, also nicht mit Y, sondern mit J. Und die Flash wird es bald in, wie heißt es schön, in ausgewählten, bei ausgewählten Getränkehändlern geben, die dann auch über Catering-Betriebe das in Unternehmen reinbringen und ja, vielleicht wird es auch die Alternative zu Energy Drinks und Kaffee werden. Bin ich ganz gespannt. Und das macht eine Menge Spaß und geht aber wieder von null los. Ne? Und das ist klar, das ist etwas, das mir keine Angst macht, aber das auch fordert. Also wir hatten dann zum Schluss bei Bionade irgendwie 350 Mitarbeiter und jetzt haben wir wieder 5. Ja, und dann musste halt alles wieder selber machen. Was aber auch toll ist, weil nur so kriegt man halt wirklich ein Gefühl zu den Dingen, die man macht, ja. Das ist richtig, ja. Du bist einfach näher am Produkt dran, als wenn du einfach nur wie so ein Helikopter irgendwo drüber schwebst und versuchst, irgendwie den Überblick zu halten, bei, wie bei 350 Mitarbeitern. Ja. Das ist ja kaum, also ist man einfach nicht mehr am Puls oder ja, am Puls des Unternehmens dran, so richtig. Und das, das beflügelt mich halt auch sehr, weil ich mache jetzt eigentlich ein Business, wo ich mich als Braumeister wiederfinde, dass ich wieder etwas brau, was innovativ ist. Ich mache etwas, was den Leuten gut tut und was sie irgendwie sagen, das hilft mir. Und ich mache es mit supergeilen Leuten und das ist für mich die schönste Form zu arbeiten. So möchte ich es mal formulieren. Ja, das glaube ich, ja. Also ich habe da auch gleich so eine Idee noch, mit wem ich dich da vernetzen könnte. Das machen wir dann nachher noch, nach dem Interview. Super. Vielen Dank. Habe ich dann am Bass. Ja, gerne. Cool. Peter, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst spontan, schnell und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem ganz kurzen Satz zu antworten, okay? Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Ich war schon immer Unternehmer. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Jeder ist in dem gut, was er gerne
und mit Leidenschaft macht. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Eigentlich keine Angst vor Herausforderungen zu haben. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Dass, bevor das eine noch nicht ganz fertig ist, ich schon das andere mit sehr viel Euphorie in die Welt bringen will. Kenne ich ja. Womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Wenn man total echt ist und einem so gegenübertritt, wie man wirklich ist. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Durchhalten. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Ja, also mir fällt da jemand ein, und zwar der Jedi-Meister Yoda. Und den würde ich gern fragen, wie er es schafft, immer bei sich zu bleiben und die Ruhe zu bewahren. Das wäre das Thema. Ja. Okay. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Mit guten Leuten schöne Dinge tun. Welche Internet-Resource, also irgendwie eine besondere App, ein besonderer Service, eine Software oder irgendwas in der Richtung, hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Es würde dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, es ist die Google-Bildersuche. Okay. Und zwar, wenn ich mir überlege, ein Produkt, also bleiben wir mal beim konkreten Beispiel, wir haben jetzt unser Erfrischungsgetränk Flash genannt, dann gebe ich da Flash ein und an den Bildern, die dann gezeigt werden, sieht man eigentlich, welche Emotionen oder welche Assoziation die Leute damit haben. Und das finde ich oft sehr hilfreich, weil oft ist es eine ganz technische Anmutung und das sind ja alles emotionale Sachen. Ja, und das hilft mir sehr. Sehr geile Idee. Absolut, top. Also die Idee finde ich mega. Die wird gleich bei mir in mein Ideenbuch kommen, die mit rein für eigene Produkte. Cool, danke. Peter, welches Buch liest du aktuell? Oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Das heißt Die Kunst des Fermentierens und ist ein Schmöker mit, ich glaube, 800 Seiten. Ich kann es sehr empfehlen, weil es in diesem Buch eigentlich um das Miteinander von Lebensmitteln, Bakterien und dem eigenen Körper geht. Und das ist ein fantastisches Buch. Kann ich sehr empfehlen. Okay, hört sich aber eher nach extremer Fachliteratur. Nein, der Autor verspricht, und das glaube ich ihm auch, also ich habe das ja studiert, und der Autor verspricht, dass jeder, wenn er dieses Buch gelesen hat, alle Lebensmittel selber herstellen kann. Und das finde ich, toll, weil wir ja auch wahnsinnigen Respekt haben. Also wir gehen ja in den Laden und denken, das ist alles total irre, was da uns angeboten wird. Und das ist oft der letzte Scheiß. Und das Beste, also man kann das alles selber machen und das finde ich irgendwie eine sehr beruhigende Tatsache. Und wenn man das zum ersten Mal macht, ist es sehr beglückend. Also es funktioniert. Okay, cool. Das werde ich mir auch direkt hier mit notieren. Klasse. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zwei private Fragen noch zum Schluss. Nächste Frage. Was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? In der Natur wohnen. Dann die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Okay, also ich bin ja Franke. Ja, als erstes würde ich sagen, bleib nicht immer so stur. Ja, das hat mich oft in sehr schwierige Situationen gebracht. Glaub an dich. Und ganz klar, Fehler machen gehört dazu. Also das Scheitern ist, das Scheitern mit einzubeziehen, ist sowas wie die Grenze, um alles, was möglich ist, mit reinzuholen. Nur wenn man das mit in Betracht zieht, ist es die Fülle von Möglichkeiten, aus der man schöpfen kann. Und deswegen ist Fehler machen überhaupt nicht schlimm. Und jeder, der keine Fehler macht, macht eigentlich nichts, weil jeder, der was macht, macht irgendwann Fehler.
Ja, das ist absolut richtig. Sehr cool. Peter, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Dank dir vor allen Dingen auch für deine Offenheit, für die Ehrlichkeit, dass du wirklich auch so über diese auch harte, aber auch erfolgreiche Zeit von Bionade gesprochen hast und natürlich auch hier jetzt über den Neuanfang mit Inyo, mit deinem neuen Projekt. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich und deine Projekte erfahren können. Also unter www.inyo.com könnt ihr alles, kann man alles nachlesen und ein Gefühl dafür bekommen. Wir haben das auch letzte Woche komplett neu gelauncht. Ich habe für alle, die zuhören oder die es interessiert, haben wir uns einfallen lassen, dass wir einen, wenn man Toms Talktime eingibt, dass man auf die erste Bestellung 20% Rabatt gibt, bekommt. Das heißt, sehr cool, danke. Sehr gerne. Wer das ausprobieren will, kann es gerne machen. Und für alle, die in Deutschland sind oder in Berlin, wir haben seit 4 Wochen den schönsten Ort der Welt, wo wir produzieren, besprechen, Leute einladen, Showroom haben und den Menschen zeigen wollen, wie man heute Natur in die Stadt holen kann. Also die Leute können auch gerne vorbeikommen. Die Adresse steht im Internet und alle wichtigen, relevanten Sachen gibt's als Info unter www.inyo.com. Okay, super. Ich würde noch, ich sag mal, allen, die zuhören, aus dem, was ich so erfahren habe, mit auf den Weg geben, dass sie an sich glauben sollen und dass vor allem, wenn Freunde oder andere ihnen begegnen, dass sie die bestärken und nicht sagen, lass den Scheiß, dann kommt vielleicht ein bisschen mehr raus, als wenn jeder sagt, vergiss es, das schaffst du eh nicht und so weiter. Also das wäre so ein letzter Tipp von mir, was man machen könnte. Und dann geht's, dann kommen neue Ideen auch in die Welt und dann wird's lebendiger und spannender. Das wäre wunderbar. Danke dir für dieses Schlusswort. Sehr, sehr schön. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 569 oder eben auch das Wort Bionade oder Inyo in das Suchfeld ein und komm sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Geh auf jeden Fall auf inyo.com, schau dir die Seite an, mach dich über das Produkt schlau und wenn ich in Deutschland wäre, ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal bestellen. Das heißt, ich muss jetzt noch ein paar Monate warten, bis wir wieder in Deutschland sind. Werde es aber auf jeden Fall auch ausprobieren, weil es hört sich wirklich richtig, richtig cool an. Peter, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Sehr Podcast Nation gerne. Grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ja, also es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und lieber Tom, ich danke dir sehr. Sehr gerne. Danke, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann hilf mir, diese Goldstückchen zu verbreiten und leite ihm den Link zur Episode jetzt doch einfach weiter. Und zu guter Letzt denke immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.